zu den kleinen Häusern zu gehen, einem gefährlichen Gebiet, in dem wir noch nicht gewesen sind, in der Nacht von der 29. vom 29. auf den 30. Tag. Und drückt mir die Daumen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hier so richtig funktioniert. Das ist natürlich jetzt total blöd. Oh, Alkohol ist schon mal super. Ich guck erstmal da durch. Fuck. Der ist ein bisschen beschwipst. Kacke, die Frage ist, ob der uns was tut, wenn wir da jetzt reingehen oder ob wir warten sollen, bis der weg ist. So, der geht erstmal weg, das ist gut. Das heißt, ich mache das hier mal auf, mache die Tür wieder zu. Oh, der hat tatsächlich die Tür zugemacht. Das ist ja großartig. Da ist er auch nicht mehr, der ist nach oben gegangen. Das ist schon mal super. Der wird uns auf jeden Fall sehen, wenn wir da durchgehen würden, der von oben. Da war keine Bewegung mehr. Das heißt, wir könnten da weiter nach oben gehen. Oh, fuck. Mist. Ich wollte gar nicht rennen. Okay. Ich gehe mal nach oben. Fuck. Hat er mich jetzt gesehen? Oh. Fuck. Dieser Ort gehört uns. Verschwinde. Und der hat eine Waffe in der Hand. Das ist schon mal nicht so geil. Wie ging das denn nochmal? Wie wechsle ich denn nochmal? Scheiße. Achso, Kampfmodus. Schrotflinte und Schaufel. Nein, nicht nach unten. Du sollst hier oben weitergehen. Fuck. Was kann ich jetzt machen? Fuck. Ich musste den töten. Scheiße. Oh, scheiße! Er ist schon traurig. Boah, bitte findet mich nicht. Bitte, bitte findet mich nicht. Ich hab den Mistkerl gefunden. Ach, die dachten, der wäre das gewesen. Oh, fuck! Die dachten jetzt gerade, der eigene Typ wäre der Eindringling gewesen. Scheiße, ist das hier gefährlich. Aber der hat mich zuerst bedroht. Immerhin. Nicht wieder runtergehen. Kann ich den Typen nicht durchsuchen? Fuck, nein, von der anderen Seite. Hat er mich jetzt gesehen oder nicht? Ey, ich raff dieses Kampfsystem noch nicht so ganz. Scheiße. Hi Suso, hallo Brandau. So, ich mach die Tür erstmal wieder zu. Tür ist zu genagelt. Ich kann ihn nicht öffnen. Aber ich kann hier nach unten gehen. Fuck, ist das scheiß spannend hier, ey. Ich kann die nur öffnen, ich kann nicht durch. Achso, die ist schon offen. Hier unten pennen die, okay. Ich durchsuche mal hier. Wieso kann ich den jetzt hier nicht mehr durchsuchen? Achso, weil ich wieder in den Plündermodus gehen muss. So. Fuck! Weg hier. Weg, nein! Rennst du raus, du Vollidiot! Scheiße! Oh! Hätte ich bloß nicht aufs verfickte Gamepad gewechselt.
Wir sind am Arsch. Ein Schuss. Und der hat leider gesessen. Nur weil der die Tür zugemacht hat. Ich habe nicht auf B gedrückt, sondern auf A. Tja. Wenn man auf Adrenalin ist, macht man manchmal falsche Entscheidungen. Scheiße. Das war einfach unfassbar dumm. Ich möchte gerade... Jetzt sind wir wieder nur noch zu... Ja, was heißt wieder? Jetzt sind wir nur noch zu zweit. Wie sollen wir denn zu zweit überleben? Fuck. Zlatan, komm zurück. Pavle wurde auf der Suche nach Vorräten getötet. Boah, ist dieses Spiel verdammt gnadenlos, ey. Alter Vater. Ach so. Stopp. Nein. Der Abo ist raus, ja. Ich mache erstmal wieder ein bisschen Feuerholz. Ich mache mal 15 Stück. Pavel ist letzte Nacht nicht zurückgekommen. Ich würde weinen, aber mir bleiben keine Tränen mehr. Oh, ist das traurig, ey. Anton. Pavle ist gestorben. Ich werde ihn vermissen. Das glaube ich. Das glaube ich dir nur zu gerne. Er ist zwar hungrig, aber wir werden jetzt nicht mit ihm essen. Wir werden jetzt Dinge herstellen hier. Jede Menge Dinge, damit wir tauschen können, damit wir irgendwie überleben. Ah, oh, Scheiße. Jetzt könnt ihr euch in etwa vorstellen, wie es mir ging, als wir Slater verloren haben. Jetzt ist es nochmal schlimmer, denn wir sind nur noch zu zweit. Scheiße. Jetzt können wir eigentlich nur noch durch Handel überleben und können hoffen, dass es irgendwann bald vorbei ist. Wir haben schon mehr als 4 Wochen überlebt. Ja, ich kümmere mich gleich um die Heizung. Oh. Ich habe ihm was mitgebracht. Ich glaube, da öffne ich gleich mal mit einer Schrotflinte die Tür. Oder ist das Slater? Alter Vater, ist das Slater? Moment, 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 Moment. Ach, ich kann mich hier gar nicht bewaffnen. Ja, das ist ja schon mal gut. Kommen Sie schon, ich muss schnell wieder weg. Wir leben mehrere Blöcke von hier entfernt. Hallo Nachbarn. Wir haben gesehen, dass Sie in diesem Gebäude Unterschlupf gefunden haben. Als Nachbarn wollten wir vorbeisehen und Hallo sagen. Wir haben Gemüse aus unserem Garten mitgebracht. Guten Appetit. Oh, seid ihr süß. Krass. Ja, vielen Dank. Oh, das sind nette Nachbarn. Ich kann es nicht glauben. Gestern war er bei uns und nun... Ach so, es geht um Pavel, ja. Ich kann mir da was Richtiges kochen. Sie hat auf jeden Fall schlecht geschlafen. Das ist nicht so gut. So, das kann ich... Ah, da habe ich immer noch zu wenig Teile für. Und dieses Gussding brauche ich immer noch, was auch immer das ist. Schon wieder zu wenig Holz. So, ich nehme mir erstmal hier diese 2. Und werde Neues hineinlegen. So. Mit einem wieder.
herstellen. Ist auch so ein tolles Wort für Rattenfang. So, und jetzt machen wir das hier erstmal ein bisschen kühler. 4, 5. So. Und hier drüben auch direkt. 4, 5. So. Kann ich das denn hier upgraden? Yes! Ich kann endlich eine fortschrittliche Werkstätte bauen. So, Queta, mach dich an die Arbeit, lenk dich ab. Traurig, müde, hungrig. So, hungrig brauchen wir nicht zu ändern. Aber wir müssen das mit dem müde ändern. Und hoffen, dass er bis heute Abend dann wieder fit ist, dass einer Wache stehen kann. Mit einer vernünftigen Waffe. Und einer plündern kann. Weil sonst bringt das Ganze gar nichts. Ich muss plündern gehen. Yes, ich habe eine fortschrittliche Werkstatt. Wuhu, ich kann den Mixer herstellen. Und das werde ich direkt noch machen. Was ist das hier? UV-Lampe. Ah, um in Gebäuden Pflanzen anzubauen. Und ein Thermoregulator. Wir können ihn verwenden, um eine optimale Temperatur des Heizgeräts zu wahren und Holz zu sparen. Geil. Also das baue ich als erstes mal. Wie großartig. Das nenne ich mal gute Nachbarschaft, Paul. Ja, genau. Ich auch. Wir haben noch gar nichts verschenkt. Ich muss mal ganz kurz Licht anmachen. Denn ich habe ein bisschen mein Fenster zugezogen, damit ich hier drin was sehen kann. So, und dann mache ich mal so einen Thermoregulator auch. Kann ich auch noch direkt bauen. Boah, wir könnten eine richtig gute Waffenbank herstellen oben jetzt, wenn wir genug Teile hätten. Wir brauchen nur ein bisschen Material. Ich glaube nicht mal viel. Das ist ja der absolute Hammer. Wir werden auf jeden Fall aber im Moment zumindest nicht verhungern, weil wir echt viel Essen haben. Und wisst ihr was? Wenn sie schon schlecht drauf ist, gehe ich mit ihr jetzt einfach essen. Damit sie nicht krank wird. Da war's. So, ist das. Und ich kann direkt was Großes machen eigentlich. Ich könnte Wasser auftauen. Ach so. Hä? Brennzeug habe ich. Ich habe keine Filter mehr. Ach so, dafür brauche ich jetzt auch Filter. Dann stelle ich gerade erst noch ein paar Filter her. So. Und die kann ich nicht mehr herstellen, weil ich nicht mehr genug Teile habe. So ein Schmarrn. Na gut, dann werde ich noch was kochen. Ich brauche auf jeden Fall Materialien, damit wir Wasser herstellen können. Wir haben nämlich kaum noch Wasser, glaube ich. Wie viel Wasser haben wir noch? Noch 12. Das ist immerhin noch ein bisschen was. So, jetzt darfst du immerhin zumindest was essen, Queta. So, schlecht geschlafen. Kann ich mich mit ihr auch noch mal ein bisschen hinlegen. Das ist halt immer so gefährlich, ne? Wenn man sich mit beiden hinlegt irgendwie. Ich bin nicht müde. Okay. Sie ist nur traurig. Gut, ich höre noch gerade... Ah, kriegen wir das noch hin? Radio hören? Das kriege ich noch hin. Jeden Tag einmal ans Radio. Hüten Sie sich vor Plünderbanden, die die Stadt unsicher machen. Am besten verschließen Sie Ihre Türen und bleiben drin. Okay. Gut. Das heißt, heute Nacht bleiben wir beide hier. Und müssen beide wahrscheinlich wach bleiben. Hungrig, traurig. Oder soll Anton plündern gehen? Wir sind eh schon traurig. Nein, wir bleiben beide hier.